Auf geht's. Hallo Challenger, willst du dich an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, und zwar sofort. Alles klar, dann geh am besten gleich in die Umkleide und zieh dir deine Umkleide. Ja, ja, alles klar, alles klar, alles klar. Mach ich. Hä? Wieso habe ich denn jetzt... Wieso habe ich denn jetzt dieses... Habe ich immer bei den Arena-Challenges die Uniform an? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte sie... Nö. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte sie ausgewechselt. Die kannst du wechseln. Ja, ich habe sie eigentlich im... Ja, okay, gut. Aber du sagst nicht wie. Ja, das ist toll. Wenn du möchtest, erkläre ich dir kurz die Regeln der hiesigen Arena-Mission. Die Mission von Passbeck ist das reinste Vergnügen. Naja, zumindest ist sie inspiriert von einem Vergnügungspark. Die Ringe sind ganz einfach. Du steigst in diese Tasse ein und versuchst, sie zum Ziel zu steuern. Auf dem Weg dahin musst du allerdings allen möglichen Hindernissen ausweichen. Ich lese dir am besten ein Handbuch vor. Wenn du einen Control-Stick im Uhrzeigersinn rotierst, dreht sich die Tasse rechts herum. Im Uhrzeigersinn. Okay. Nach links schlägt auch die Tasse in diese Richtung ein. Solltest du mit einer Wand zusammenstoßen, kannst du dich durch geschicktes Rotieren wieder von ihr entfernen und kurz auf das Ziel nehmen. Mit ein bisschen Übung hast du den Dreh raus. Okay. I'm confused, but let's see. Geil! War schwer. Also, ich darf kämpfen. Ist Inferno-Port vorne? Ja, ist es. Es braucht noch Erfahrungspunkte. Ist sie nicht total schwindelig? Kannst du so überhaupt kämpfen? Arena-Trainer Daniel fordert dich heraus. Wer Lucy? Einmal Flammenrad. Miau. 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 Komm mal ganz kurz meinen Kater in die Kamera. Komm her. Komm her, Leo. Komm her. Komm her. Komm her. Dicker Kater. Oh. Mein Riesenkater. Oh. Hi. Na? Na? Alles fit? Hm? Ja. Ja. Na, Leo? Hä? Ja. Da schnurrt er. So. Darfst du wieder runter? Was hast du mitbekommen, dass Lucy dich für ein Musical versetzt? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Boah, das ist aber hier. Das ist ja der Kater. Ja, das ist mein Kater. Halbes Jahr jetzt alt. Und hat schon irgendwie 4,5 Kilo auf der Waage. Er wächst halt weiter. Also es sind halt auch Katzen, die sehr groß werden. Die, also das kann passieren, dass sie halt, also normalerweise werden die so 8 Kilo schwer bis 10 Kilo, kein Problem. Und dann sind sie nicht dick, also sie sind halt sehr, sehr flauschig. Das sieht immer nur aus, als ob sie sehr dick ist, aber eigentlich ist er gar nicht dick. So wie bei mir, ich bin auch nur flauschig, ich bin nicht dick. Okay, einrollen bitte. Nochmal einrollen. Oh, ich hoffe, ich überlebe die Attacke. Oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Mach Wirbler. Wenn du Wirbler machst, wäre ich froh.
Klammergriff. Okay, Klammergriff geht auch. So, jetzt heile ich mich nämlich. Wow. Das war knapp. Aber hat gut geklappt noch. Hier. Du kriegst erstmal Milch. So, und jetzt sollte ich eigentlich gut Schaden an ihm machen. Kampf. Flammenrad. Gib ihm. Oh, er brennt. Alles klar. Ba-da-da-da-da-da-da. So, da kann ich jetzt eigentlich mal kurz Biss machen. Njap, hab's. Und der dicke Bär ist kaputt. So, Kotomi Level 31, sehr schön. Daniel wurde besiegt. Dieser Kampf war so wunderbar, dass mir ganz schwindelig geworden ist. Okay, dann nutze ich jetzt Supertrank hier. So, alles klar. Oh, Boxhandschuh. Bäm! 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 Oh, verdammt, falsch. Okay. Das war nicht ganz so interessant. So, hier rüber. Jawohl. Jetzt hier. Alles klar. Na, was sagst du zu dieser Arena-Mission? Nee, geht so, ne? Wie in einem Vergnügungspark, oder? Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so geil, aber okay. Kathleen. Porenta. Alles klar. Wie geil Porenta hier aussieht. Inferno-Pot ist natürlich jetzt nicht ganz so gut dagegen. Pokémon. Reflex. Und einmal Funkensprung. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Komm, einmal Wangenrubbler. Nichts schlägt das Eisbodenplattenrätsel in Rubinsaal 4. Das stimmt. Die waren sehr. Der war's. Das war tatsächlich gar nicht mal schlecht. Ich fand das echt gut. Was für ein toller Kampfstil. Man spürt, dass du total im Gleichgewicht mit dir selbst bist. Danke. Das freut mich. Und gleich weiter. Gleich weiter düsen. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. Krass. Ziel. Und noch einmal kämpfen. Unsere Aufgabe ist, alle unvorsichtigen Arena-Challenger zu besiegen. Gibt es nicht im Lab noch ein Greenscreen? Ach so. Cern, bist du das, oder was?
Jetzt weiß ich, wer du. Ah, alles klar. Ich habe keine Ahnung, ob es noch einen Greenscreen gibt. Hab mir auf jeden Fall eine neue Kamera, werde ich mir jetzt dann bestellen. Arena-Leiter Rory fordert dich heraus. Das ist wegen S vom DR. Ah, alles klar. Okay, in Kikli. Dann werde ich jetzt mal kurz mich ein bisschen buffen. Das sollte einigermaßen ordentlich sein. Also Lichtstative von Yua sind auf jeden Fall da. Ja, ich werde hier keine Lichtstative aufstellen, das kannst du vergessen. Dafür habe ich den Platz nicht. Und meine Katzen würden das wahrscheinlich komplett auseinanderziehen. So, okay, ich sollte eigentlich relativ gut gebufft sein jetzt. Dann gibt's jetzt einmal Flammenrad. Ja, one hit. Easy. Okay, Inferno-Pod, Level 32, versucht Slam zu erlernen. Slam. Nee, ehrlich gesagt, nein. Brauchen wir nicht. Komm mal, Level 32. Alles klar. Nocturne. Ich bin viel zu stark. Ich werde jetzt nicht auswechseln. Dann einmal Flammenrad. Oh, Tempohüten natürlich. Ich glaube, Nocturne wäre sowieso schneller gewesen. Möglicherweise. Ich bin mir gerade nicht sicher. Granowitz erreicht Level 32. Danke, dass du mich an meine eigene Zeit als Arena-Challenger erinnert hast. Achso, du warst es auch mal. Okay. Dann würde ich sagen, bereiten wir uns mal auf den Arena-Leiter vor. Kurz mal vollheilen. Und okay, passt eigentlich. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Nice. Alles klar. Ich glaube tatsächlich, dass das eine der Arenen ist, die in Pokémon Schild nicht drinnen ist, sondern da wäre, glaube ich, die Geisterarena, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das ist ja die Kampfarena. Willkommen, Arena Challenger. Ich bin Saida. Wird dein Herz unerschüttert bleiben, egal wie sehr deine Pokémon durch meine Attacken ins Wanken geraten? Beweise mir, dass du das Herz eines wahren Kriegers hast. Du erinnerst dich null an sie. Du hast Schild gespielt, oder? Also. Capoeira. Warum sollte man Schwert spielen, wenn man Schild haben kann? Weil Schwert besser ist als Schild. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal. Ich habe keine Ahnung, was besser ist. Ganz ehrlich, ich spiele beide Editionen. Schild spiele ich halt so privat, wenn ich mal. Da bin ich halt noch nicht bei weitem nicht so weit. Das spiele ich halt, wenn ich nicht im Stream bin. Erstmal ziemlich hochbuffen.
Freimann haben wir schon. Ich glaube, ich. Ja, komm, mach mal voll. Oh, das ist ein Volltreffer. So, solange ich jetzt. Okay, kein Volltreffer, das ist gut. Dann heilen wir mal kurz noch. Ich kann noch zweimal, kann ich mich noch hochbuffen. Und danach sollte sie keinerlei Chancen mehr haben. Also wirklich überhaupt keine mehr. Dann sollte ich wahrscheinlich alles one-hitten. Was schreibst du gerade? Schwert ist halt das Legehalt nur Sif von Dark Souls 2. Ich habe Dark Souls tatsächlich nie gespielt. Also Dark Souls 2 auf jeden Fall nicht. Und ich bin eh ein Tank Main in allen MMOs. Also Shit. Naja, ich bin. Eigentlich in den MMOs bin ich Healer. Also passt jetzt nicht so ganz weder zu Schwert noch zu Schild. So, ich bin voll gebufft. Jetzt können wir loslegen. Jetzt kann es losgehen. Ich werde noch einmal heilen, damit ich ziemlich ansatzweise, also dass ich volle HP habe einfach. So, und jetzt machen wir ihr Team platt. Ruckzuckhieb ist in Ordnung. Reflex Level 32, Toxin. Oh, Toxin ist geil. Dann werde ich mir auch Dreschpflege raushauen. Pandrago, bleib draußen. Wie viel Schaden ich halt jetzt mache, das ist so abartig. Okay. Fernoport Level 33, Kotomi Level 32 und Kikleo 33. Das wird sich bestimmt bald weiterentwickeln. Lauchzelot! Nice! Weiterkämpfen. Oh, stimmt. Er heißt Pandagro, nicht Pandrago. Aber egal. So, und jetzt, es ist, nee, es ist nicht ihr letztes. Ist das das, was sie schon Dynamaxt? Bin mir nicht sicher. Mach mal Flammenrad. Nee, es ist noch keine Dynamax-Form. Alles klar. Und jetzt kommt ihr letztes Pokémon. Und das ist ein Machomai. Okay, interessant. Bleib standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Und jetzt geht das Dynamaxing los. Und gucken wir mal ganz kurz, was hier passiert. 110, 110, 110. Eine Kämpferattacke, die nur Dynamax-Pokémon einsetzen können, dann sind Spezialangriffs. Eine Feuerattacke, die nur Dynamax. Sonne brennt unbarmherzig 5 Runden lang. Und Lichtattacke senkt die Spezialverteidigung des Ziels. Und hier Anwender wehrt jede Attacke ab, scheidet eventuell bei Wiederholung. Komm, Brand, ne? Werde ein bisschen größer, mein Freund. Menno, dann schlagen wir halt alles kaputt. Soll denn eine Stärke Respekt? Ach ja, das ist Giga Dynamax Form. Hm.
wie hinten im Hintergrund Balduin ist. Alles klar. Das ist halt trotzdem Bonnet. Ich bin halt sechsmal gebufft. Es ist halt einfach... Ich bin viel zu stark. Er wird wahrscheinlich nicht mal großartigen Schaden an mir machen. Inferno-Pot taugt mir richtig gut. Das ist ein cooles Pokémon. Der Move-Pool ist auch gar nicht schlecht. Kranowitz 33, Inferno-Pot 34 war das, glaube ich, und Kamalm 33. Easy. Inferno-Pot hatte ich bis zum Ende im Team. Okay, interessant. Es ist tatsächlich gar nicht mal blöd. Auch von der Typenkombi her. Käferfeuer ist okay. Ich konnte den Kampfgeist deiner Pokémon deutlich spüren. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl, zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Und ein Ordensstück mehr. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte. Jetzt kannst du alle Pokémon bis einschließlich Level 40 fangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Ewiges Händeschütteln. Das stimmt. So, Schaden verdoppelt sich. Vergeltung. Ah, okay. Alles klar, das kennen wir schon. Kampfuniform. Ich muss mal rausfinden, wie ich die Kampfuniform. Was ich hier auf jeden Fall nicht. Ja, erstmal beenden. Ich kann auch hier nicht rein, ne, in die Umkleide. Kann ich das in den Einstellungen irgendwie machen? Ligakarte vielleicht? Ach so, okay. Die Uniform wird weiß bleiben bis zum Ende des Spiels. Bis Game Freak das reinpatcht. Echt jetzt? Man kann die Uniform nicht ändern. Oh, das ist ja richtig dumm. Okay. Woll. Yo, Sania, grüß dich. Ha, ich glaube, mein Volli mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Galar zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanschluss gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Was war das? Katzen, was macht ihr da? Okay. Natürlich, um 11 Uhr fangen sie an, richtig Gas zu geben. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der antiken Stätte? Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Voldi. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Du hast es nicht mitbekommen. Ich mache jetzt einen fließenden Stream und cutte die einzelnen Folgen. Ich habe keinen Bock, das jedes Mal anzumoderieren und abzumoderieren. Und ich bremse mich dadurch ein bisschen zu sehr aus. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir einfach einen Stream und es gibt halt dann immer nur pro Session eine Ankündigung und eine Abmoderation. Was war das denn? Da kam ein total lauter Knall von der antiken Stätte. Ist das etwa ein Überraschungsevent für die Touristen der Stadt? Also wie in den guten alten Zeiten mit den Hardcuts, ganz genau. Wie gesagt, ich komme halt zu 4 Folgen pro Abend, wenn es überhaupt ist. Und also 4x20, 25 Minuten sind halt ein bisschen über eine Stunde, die ich aufnehmen kann. Und jetzt bin ich halt
schon eine Stunde 40 am Zocken und habe davor eine Folge aufgenommen. Also ich bin schon, ich bin jetzt wesentlich weitergekommen in der ganzen Geschichte. Mit, ich versuche schon das so zu cutten, dass ich irgendwie ein Wort beendet habe. Punkt. Und so, ne? Also da versuche ich schon die Cuts einigermaßen ordentlich zu machen. Aber was hier so geknallt hat, werden wir tatsächlich erst beim nächsten Stream sehen. Denn für heute reicht's mir. Ich werde morgen Abend auf jeden Fall wieder zocken. Also für dich zur Info, falls du Bock hast zuzuschauen. Dann werden wir weitermachen. Vielleicht schaffen wir es dann morgen auch zum nächsten Orden. Ich muss mal gucken, wie weit es ist. Auf YouTube werde ich auch jetzt nicht mehr alle Folgen auf einen Schlag hochladen, sondern ich werde die jetzt nach und nach freischalten. Einfach, dass ein bisschen regelmäßig was kommt. Einfach so. Wunderbar. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen an die YouTuber hier vor den Geräten und vor den Glotzen oder von den Handys, je nachdem, wo ihr das gerade anschaut. War schön, hat mich gefreut. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann.